Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Gestern gab es mittags einen Stream von Rainer über, ich glaube, 2,5 Stunden mit dem Muslim, mit dem Rainer ja schon vor einiger Zeit mal gestreamt hat. Und da haben sie über Gott und die Welt geredet. An diesem Stream war ich auch gerade schon dabei, aber dann ist Rainer nochmal online gekommen. Und aufgrund der Ereignisse in diesem Abendstream müssen wir erstmal über den jetzt sprechen. Der Stream mit Narco, als Rainer in Nürnberg umhergewandert ist, werden wir auch noch besprechen. Wie gesagt, ich bin da auch schon mit angefangen, aber der wird wahrscheinlich erst irgendwie vielleicht heute Abend oder morgen dann kommen. Mal schauen, wie ich das schaffe. Allerdings ist Rainers Abendstream um einiges interessanter gewesen, wenn ihr mich fragt, denn es gab einen Zusammenstoß zwischen Hader und Raini und es ist auch ein wenig eskaliert. Daher gibt es auch den Meltdown-Alarm am Anfang des Videos. Ich werde von den insgesamt 2,5 Stunden streamen, welches er in 2 Teilen gestreamt hat, vor und nach dem Treffen mit dem Hader, halt euch ein bisschen was rausschneiden und dann besprechen. Bevor wir loslegen, lasst auch alle gerne nochmal ein Like beim Serial Talk da, den habe ich früher schon mal öfters mal angesprochen und verlinke ihn auch wieder unter meinem Kanal. Ein wirklich cooler Dude, der halt das komplette Gegenteil von mir ist, weil er halt immer wieder ganz gut upraged, aber das halt irgendwie auf eine charmante, intelligente und lustige Art und daher ist er wirklich einer der wenigen Reactor, die ich mir halt immer gebe bei jedem Video. Schaut da gerne mal rein, lasst dem guten Serial mal ein Abo da, der hat nämlich noch viel zu wenig Abos für die Qualität, die er da abliefert und ich kann seine Videos auf jeden Fall empfehlen. Okay, und nun lasst uns mal loslegen. Das schickt ihr dann mit einer Mail eure Adresse an meine drachenlord1510@gmail.com Adresse, steht auch alles im Post mit drinnen und dann könnt ihr quasi von mir dieses Autogramm haben, dieses signierte Autogramm. Quatsch, dieses signierte Poster. Das habe ich mir überlegt, weil mich jemand sehr Nettes darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich sowas in der Art machen könnte, als Belohnung für die Leute, die mich besonders stark unterstützen. Natürlich freue ich mich auch über die Unterstützung hier auf TikTok. Das Problem ist nur, dass das Geld von TikTok kommt manchmal, wenn ich es am Freitag bekomme zum Beispiel, bekomme ich es manchmal, wenn ich es nicht vor 12 überweise, erst am Montag. Das heißt, das hilft mir nur bedingt. So kann ich es jeden Tag überweisen, dauert aber ein paar Stunden. Den heutigen Stream zum Beispiel, den ich um 1 oder so beendet habe, der hat zum einen nicht viel eingebracht und zum anderen kommt das Geld erst morgen früh, wie es aussieht. Okay, hier einmal kurz zur Einordnung, weil der Stream da schon 1-2 Minuten lief und er da schon was erklärt hat. Es geht also darum, dass Rainer eine großartige Idee hatte, nämlich, dass er, weil seine TikTok-Einnahmen immer einen Tag Überweisungszeit brauchen und er nicht im Voraus halt planen kann, sondern von der Hand in den Mund leben will, er einfach seine IBAN auf der seinem Blog veröffentlichen könnte und er nun allen Fans halt ein Angebot macht, dass er für eine Spende von 50 Euro und Spende in Anführungszeichen, so nennt er das halt hier, er ein signiertes Poster den Leuten zuschickt. Lasst mich dazu einmal ein paar Sachen sagen. Ich glaube, da wird gleich auch nochmal drüber gesprochen im Stream, weil ein paar Leute Ihnen da auch die gleiche Frage stellen werden. Punkt 1. Was um alles in der Welt lässt dich zum Schluss kommen, als ein Streamer mit einer unglaublich großen Haterschaft deine IBAN ins Internet zu stellen? Also ich meine mal ernsthaft, Rainer, was Leute damit alles für einen Blödsinn anstellen können. Wirklich, ich kann es doch noch hören, wie Rainer vor ein paar Monaten noch meinte, ja, ich habe ja jetzt auch gelernt, dass man nur viel besser auf seine privaten Daten achten muss und ich bin da viel gewissenhafter geworden, was das angeht, im Gegensatz zu früher, als ich meine Adresse rausgehauen habe. Und dann stellt er jetzt seine IBAN ins Internet, um Geld zu bekommen und allen Hatern die IBAN gleich mitzugeben. Kann man sich wirklich nicht vorstellen, sowas. Dann Punkt 2. Raini, das, was du hier machst, ist ein gewerblicher Verkauf. Das ist keine Spende. Du verlangst einen gewissen Betrag und gibst dafür eine Gegenleistung in Form eines signierten Posters. Wenn das so ist, wie du das dir hier vorstellst, dann gehe ich demnächst auch zu meinem Autohändler und sage, du, ich spende euch 50.000 Euro und als Gegenzug gegen diese nette Spende bekomme ich dann ein Auto geschenkt, was eigentlich mit Mehrwertsteuer dann knapp 60.000 Euro gekostet hätte. Aber ich habe das Auto ja nicht gekauft. Ich habe ja nur einen Gefallen vom Autohaus bekommen, weil ich denen ja was gespendet habe und daher muss ich ja keine Umsatzsteuer bezahlen. Rainer, du bescheißt dir gerade das Finanzamt aber hochkant. Du machst gewerbliche Einnahmen und willst das hier als Spende oder irgendwas deklarieren? Und dazu muss man ja auch nochmal sagen, dass du ja kein Gewerbe hast. Du hast vor ein paar Streams, noch gar nicht lange her, gesagt, dass du ja nur Freiberufler bist und du ja kein Gewerbe anmelden musst, weil du ja nichts verkaufst. Denn sonst müsstest du das ja. Generell ist das natürlich auch schon falsch, weil du als Influencer auf TikTok kein Freiberufler bist, zumindest nicht mit dem Content, den du da machst. Aber selbst wenn,
dann müsstest du jetzt spätestens halt ein Gewerbe haben. Und ich bin gespannt, was die Gewerbeaufsicht Neustadt an der Eichstadt so sagt, dass du ohne einen Gewerbeschein und ohne Abführen der Umsatzsteuer hier Verkäufe tätigst. Alles in allem wirklich ein unglaublicher Vorgang hier alles wieder. Und ich bin mir sicher, das wird dir wieder alles auf die Füße fallen. Und warum? Weil du am Wochenende nicht streamen wolltest, um Geld einnehmen zu können für die kommende Woche, die vor der Tür steht. Sondern du halt erst mittags irgendwie an die kommende Nacht denkst, dich dann irgendwie wunderst, dass TikTok das Geld nicht schnell genug auszahlt und du dann so verzweifelt bist, dass du solche blöden Sachen veranstaltest, wie deine IBAN ins Internet zu stellen. Wirklich, das ist so utopisch alles, dein Verhalten mit Geld umzugehen, dass man dich echt nur noch mit einem Betreuer loslassen dürfte. Und das ist gar nicht beleidigend gemeint, aber das ist meine ehrliche Meinung, dass du einfach nicht in der Lage bist, irgendwie mit Geld umzugehen oder dich an irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, wie zum Beispiel einer Gewerbeanmeldung zu halten, sondern du machst, was du einfach willst und wenn es dir am Ende dann auf die Füße fällt, sind die Hater schuld. Aber nur nicht die einzige Person, die wirklich für das Leben schuld ist, nämlich Rainer Winkler. So, nun habe ich schon einen schönen Monolog am Anfang gehalten und Rainer hat erstmal gerade eine Minute gestreamt. Ja, wir schauen mal weiter. Wer mich kennt, der weiß, dass ich so eine Form von, ich nenne es jetzt mal, wie es die Hater immer nennen, so eine Form von Bettelein nicht ausstehen kann. Und ich hätte das auch gar nicht in Erwägung gezogen, wenn wir nicht extrem kalte Temperaturen hätten, die sogar in, na gut, heute, laut Wetterbericht, jetzt heute keine Minusgrade bekommen, zumindest das. Aber 5 Grad oder 4 Grad ist auch immer noch schweinekalt. Zumal ich schon meinen Atem sehen kann. Und jetzt haben wir aber noch, fast 10 Grad. Du hast recht. Die Gemeinde Imskirchen ist verantwortlich. Zum einen, weil ich halt hier im Umkreis lebe und bin. Zum anderen, weil die Gemeinde, in der ich zuletzt gelebt habe, auch unter anderem dafür verantwortlich, dafür zuständig ist. Auch wenn ich, vor allem wenn ich mich in dem Gemeindenbereich aufhalte. Doch die Gemeinde Imskirchen, das habe ich schon mal erwähnt, die Bürgermeisterin hat wortwörtlich gesagt, sie lässt sich lieber verklagen. Das hat sie übrigens in der Anwesenheit meines Bewährungshelfers gesagt. Sie lässt sich lieber verklagen, als dass sie mich hier irgendwo unterbringt. So. Ja, total verständlich. Nach dem, was du die Gemeinde alles gekostet hat in den letzten 10 Jahren, würde ich ebenfalls alle nötigen Mittel ausschöpfen, bevor ich dir als Bürgermeister nochmal irgendwie die Hand reiche. Ihr habt halt einen Deal gemacht. Du verkaufst dein Haus, bekommst dafür das Geld und sayonara, Reini. Und du bist immer noch da und willst weiter Hilfe haben. Ja, dann klag es dir halt ein, wenn du der Meinung bist, du wirst da zu Unrecht irgendwie behandelt. So einfach ist das. Naja, dann gab es auf jeden Fall eine lange Pause, weil Rainer mit jemandem gesprochen hat, scheinbar jemand aus dem Dorf, den er nach einer Location gefragt hat, wo er jetzt hin wollte. Wir sehen gleich, welche das war. Entschuldigt. Wow, ich habe mehr Zuschauer, als wenn ich meine Hackfresse in die Kamera zeige. So, entschuldigt. Gerade ein paar Gespräche geführt. Und ich habe erfahren, dass da, wo ich hin will, wo ich gar nicht das ist, was ich will. Das ist eine Katastrophengeschichte. Aber was will man machen? So, also ich sag's jetzt nochmal, es sind nämlich jetzt ein paar Leute mehr da und vielleicht auch neue Leute da. Ihr wisst ja, dass ich einen Blog führe. Ne? Und auf meinem Blog-Account, der auf meinem TikTok hier, auf TikTok ist der verlinkt, als Webseite. Und da habe ich jetzt einen Spendenlink eingerichtet, beziehungsweise einen Spendenaufruf, wo ich meine IBAN drauf gepallert habe. Wenn ihr mir wirklich helfen wollt, wäre es schön, wenn ihr mir dahin ein bisschen Geld überweist. Möglichst vielleicht noch heute, weil dann kann ich mir vielleicht heute doch noch schauen, dass ich mir eine Unterkunft oder so organisiere. Weil die Sache ist halt die, ich habe halt nicht mal eine Unterkunft für heute Nacht. Und das heißt, ich werde heute höchstwahrscheinlich draußen schlafen müssen. Und das ist halt echt beschissen, ne? Ich habe dir schon so viel Geld reingemädelt. Reingemädelt hast du mir bestimmt gar nichts. Oh, da wird er schon wieder mad, weil da ein Hater-Wort benutzt wurde. Aber um nochmal darauf einzugehen, Rainer macht halt genau das hier so alle 15 Minuten, dass er nochmal darauf hinweist, dass er ja in seinem Blog und mit seiner IBAN das veröffentlicht hat und ihm dann doch alle bitte schnell per Blitzüberweisung was zukommen lassen sollen. Und nun wird er halt auch nochmal vom Chat drauf angesprochen, dass die Geschichte mit der IBAN ein Riesenfehler für ihn ist. Deine IBAN zu veröffentlichen ist der größte Fehler. Okay. Warum?
Die Sache ist die, meine IBAN ist jetzt die einzige Möglichkeit, wie mir irgendjemand irgendwie was geben kann. Weil anders geht es nicht mehr. Ich bin verzweifelt. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Und wenn das wirklich ein Fehler war, dann war es das eben. Und das ist das, was ich meine. Er sagt, er ist verzweifelt. Und warum ist er verzweifelt? Weil er nicht mit Geld umgehen kann und nicht planen kann. Er bekommt es scheinbar nicht in den Kopf rein, dass er am Wochenende halt vorarbeiten muss, um in der kommenden Woche dann auch sicher das Geld zu haben. Stattdessen tingelt er durch Stuttgart bei irgendwelchen Leuten rum, die er scheinbar auf seinen Schmuddelplattformen da kennengelernt hat, streamt nicht, arbeitet erst recht nicht, macht so kein Geld für die kommenden Tage und muss nun so eine Aktion starten mit dem Veröffentlichen der eigenen Kontonummer, um irgendwie an Geld zu kommen. Dieser Mann ist einfach nur lost, wenn ihr mich fragt, wirklich. Er kann es halt nicht und wird es halt auch nie können. Und das liegt nicht an den Hatern oder sonst irgendjemandem. Er kann es einfach nicht. Und da sollte auch ein Bewährungshelfer, der ihm ja scheinbar irgendwie zur Seite steht, ihm mal klar sagen, dass er da einen Betreuer braucht bezüglich dem Geld. Denn sonst geht das halt immer so weiter in Rainers Zukunft. Leute, ich kann, wie gesagt, ich bin verzweifelt. Und Leute, man kann nichts bestellen auf meinen Namen, auf mein Konto, wenn kein Geld drauf ist. Wenn kein Geld drauf ist, kann man nichts bestellen. Und das funktioniert auch nicht. Weil mein Konto ist nicht überziehbar. Es ist aktuell 1 Euro drauf. Da kann man überhaupt nichts mitmachen. Zudem haben die Hater das vor einem Jahr schon versucht, weil ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber irgendwie haben sie es geschafft von meinem Konto. Damals war Geld drauf. Damals haben die einen Haufen Geld auch runter. Das habe ich aber alles zurückbekommen. Jeden noch so kleinen Cent habe ich zurückbekommen. Und zwar einfach nur deshalb, weil es letzten Endes. Entschuldigt. Und zwar einfach nur deshalb, weil es letzten Endes nicht so einfach ist, wie Sie sich das vorstellen. Es können Probleme so entstehen, ja. Aber was habe ich denn für eine Wahl? Welche Wahl habe ich denn? Ja, arbeiten gehen, Rainer. Nicht deine IBAN ins Internet stellen und betteln, sondern arbeiten gehen für dein Geld. Diese Wahl hast du seit zig Jahren und schlägst sie immer wieder aus mit diesem Scheinargument, dass dich ja niemand aufgrund der Hater anstellen würde. Ich gebe dir hier Brief und Siegel drauf. Wenn ich oder auch wahrscheinlich auch jeder andere sich da einfach mal 2 Wochen hinterklemmen würden und Firmen abtelefonieren würden und Aufrufe starten würden und sonst was, dann würdest du locker, wirklich locker, 5 ernst gemeinte Jobangebote bekommen, ohne Probleme. Aber die willst du ja gar nicht. Sonst hättest du das ja auch schon mal machen können mit deiner Reichweite und allem. Du willst diese andere Möglichkeit nicht, nach der du hier fragst. So einfach ist das. Kannst du dir irgendwo einen Kredit aufnehmen? Weißt du, es ist witzig, dass du das sagst. Denn ich habe nämlich heute, ich bin heute, nee, oh, warte mal. War das heute? So Leute, jetzt wird's interessant und amüsant. Ich werde es mal erstmal ein wenig durchlaufen lassen und Rainer von seiner Zukunftsplanung ein bisschen sprechen lassen und dann mal meine Meinung dazu für die nächsten paar Minuten gebündelt zusammenfassen. Puh. Heute? Heute oder gestern? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin heute oder gestern auf eine Idee gekommen. Und zwar, ich habe euch das schon mal gesagt, glaube ich. Ist schon sehr lange her, wenn dann. Oder besser gesagt ist, ich habe diese Idee schon sehr lange. Und zwar ist die Idee folgende. Ich möchte hergehen und möchte. Wartet mal kurz. Kurz ablegen oder vielmehr absetzen. Also, die Idee ist die folgende. Ich möchte schon, ich weiß gar nicht wie lange, hergehen und eine einen Laden aufmachen, einen Firmenladen. Mit Hilfe dessen ich anfangen kann, Merch zu verkaufen. Aber nicht nur Merch, sondern auch Sachen wie Animes, Mangas, Poster, T-Shirts, vielleicht hier und da ein paar Süßigkeiten. Solche Sachen halt, wisst ihr?
Das will ich schon ewig lange machen. Das ist schon eine Idee, die habe ich schon ewig. Ursprünglich fing die Idee an als Merchandise-Shop. Und sowas in der Art habe ich mir vorgestellt. Die Hater, die Hoster, du meinst wahrscheinlich die Hater, das ist bestimmt Autokorrektur gewesen, die Hater zerstören den Laden doch in 0, nichts. Ja, und jetzt pass auf. Deswegen habe ich nämlich folgende Idee. Ich werde natürlich hergehen und diesen Laden hoch versichern. Und zwar so hoch, dass er gegen jeden noch so kleinen Scheiß abgesichert ist. Dürfte natürlich schwierig sein, eine Versicherung zu finden, die bereit dazu ist. The fuck? Die bereit dazu ist, sowas zu machen. Und natürlich steht vor allem anderen erst einmal die Situation, dass man sich einen Kredit aufnehmen muss, den ich vermutlich nicht bekommen werde. Schon gleich gar nicht in meiner Lage und Situation. Am geilsten für mich wäre natürlich ein Laden, der im Idealfall Husten wird auch nicht besser. Perfekt wäre für mich natürlich ein Laden, der im Idealfall auch oben drüber eine Wohnung hat. Muss nicht groß sein. Ein, zwei Zimmer, im Idealfall zwei Zimmer, ein Badezimmer, eine Küche. Weil dann würde ich in das eine Zimmer ein Arbeitszimmer reinmachen, Livestream-Raum. Und zum anderen würde ich, das ist sogar gerade die Idee eigentlich, cool wäre natürlich, wenn man hergehen könnte und oben drüber, also über dem Livestream-Raum, Quatsch, wenn man oben drüber den Livestream-Raum macht und während des Tagesbetriebs im Laden unten einen Livestream laufen lässt. Dann müsste man allerdings vorher hergehen. Ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage da ist. Danke für die Krone. Dann müsste man vielleicht vorher hergehen und die Herrschaften dazu bringen, bevor sie in den Laden reingehen, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben, dass sie, wenn sie in den Laden gehen, ihnen bewusst ist, dass im Laden ein dauerhafter Livestream läuft, was die, wie heißt, was die, was halt den Livestream angeht, dass die Leute, die im Livestream zu sehen sind, nicht hinterher eine Meldung machen, dass sie nicht im Livestream zu sehen sein wollen. Was willst du verkaufen? Merchandise vor allem. T-Shirts, Poster, Autogrammkarten, aber auch, also im Idealfall wäre es das so, in einer idealen Welt. Ich würde diesen Laden aufmachen, damit Leute, also andere YouTuber und Streamer und TikToker und wie auch immer sie alle heißen, im Idealfall hergehen können und ihre Autogramme und ihre Poster und so weiter da veröffentlichen können. Oder als zusätzlichen Laden. Ich würde gerne in so einem Laden eine kleine Autogrammecke einrichten. Das heißt, ich würde da gerne eine Autogrammecke einrichten, dass andere YouTuber und Streamer, die in meinem Laden ihre Waren anbieten, zu einer Art Pressekonferenz kommen können. Vielleicht kriegt man sogar einen oder anderen Streamer dazu. Wie gesagt, das ist die ideale Welt. Dass sie täglich, nicht täglich, dass sie einmal im Monat oder wenn sie näher wohnen, einmal alle 2 Wochen kommen, um eine Autogrammstunde zu geben. Okay, eine lange Szene, aber ich wollte, dass ihr euch das mal am Stück anhört, was Rainer da für Gedanken im Kopf hat. Denn das bestätigt wieder meine Meinung, dass er dringend einen Betreuer benötigt. Er möchte einen Laden aufmachen, als Laden lokal, also nicht online oder sowas. Mit einer Wohnung darüber und im Laden möchte er Merchandise verkaufen. Dann möchte er dafür einen Kredit aufnehmen bei einem Schufa-Score von 9.
Das muss man sich ja auch wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt wirklich kaum einen schlechteren Wert, den man, glaube ich, erreichen kann. Das ist wirklich somit das Schlechteste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe schon wirklich Jobs gemacht, wo ich auch mit Schufa-Auskünften zu tun hatte und daher öfters auch mal welche gesehen habe. Jetzt möchte also der arbeitslose Sonderschüler, der seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, ohne zu betteln, der in den letzten 10 Jahren allen gezeigt hat, dass er nicht mit Geld oder Verantwortung umgehen kann und sich so ein Schufa-Score aus der Hölle zugelegt hat, einen Kredit für dein Ladenlokal, in dem er Merchandise und Anime-Comics verkauft und wo andere YouTuber zu Autogrammstunden und so weiter reinkommen können, weil die ja auch alle so dicke mit unserem Reini sind. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist dann noch, dass Reini diesen Laden bis aufs Kleinste gegen Hater versichern möchte. Und da sind wir dann halt wirklich bei dem Punkt, wo langsam das Kopfschütteln zum Schleudertrauma führt. Er malt sich da Sachen aus, die an Irrsinn kaum noch zu überbieten sind. Wirklich auf allen Ebenen. Kein YouTuber würde in deinem Laden, Reini, freiwillig irgendwelche Autogramme geben, weil niemand mit dir irgendwas zu tun haben will. Keine Bank würde dir für diese Schnapsidee einen Kredit geben. Kein normaler Mensch, der sich deine Schufa anschaut, würde irgendwas mit dir geschäftlich zu tun haben wollen. Kein Vermieter oder sonst was. Kein Versicherer würde dich versichern und wenn du dann doch jemanden findest, der dich vielleicht nicht kennt und vielleicht von einer Sekte aus blinden Menschen geleitet wird, keine Ahnung, dann würdest du dafür extrem viel Geld bezahlen müssen, dass du das halt niemals finanzieren könntest bei deiner Geschichte. Das, was du dir da zusammenschusterst, ist halt an Absurdität kaum noch zu überbieten. Und ich sage euch das ganz ehrlich, als jemand, der halt selbst unternehmerisch und wirtschaftlich unterwegs ist, wie ich, ist das so eine Wahnvorstellung, was er da erzählt, dass es mir wirklich schwerfällt, dafür noch wirkliche Worte zu finden. Daher zum Abschluss dieser Szene vielleicht nochmal das hier, Reini. Niemals, niemals, niemals wirst du diesen Plan auch nur ansatzweise in die Tat umsetzen können. Niemals, niemals. Niemals. Hast du schon Spenden erhalten? Habe ich noch nicht geschaut. Soll ich mal nachschauen? Ich kann im Online-Banking nachschauen. Wartet mal. Oh, wow. Es ist wirklich schon was reingekommen. Wenigstens lacht er noch. Leute, ich habe eine Sache in meinen 33 Jahren gelernt. Lache, wenn du glücklich bist oder was zum Lachen hast. Weine, wenn du traurig bist oder was zum Heulen hast. Sei wütend, wenn sich dir die Gelegenheit bietet. Und sei lustlos, wann immer du kannst. Denn am Ende wird sich niemand für dich interessieren, außer du selbst. Bitte was? Sei lustlos, wenn du kannst? Reinhard, kann es sein, dass du dieses Zitat aus einem Instagram-Profil von irgendeinem 12-jährigen Mädchen gefunden hast, die irgendwelche dieben Gedanken teilen wollte und du das dann vielleicht ein bisschen falsch verstanden hast und du daher dein Leben so lebst, wie du es gerade lebst? Kann man sich alles wirklich nicht mehr ausdenken, was er da als pseudo-intellektuelle Sprücheklopfer alles raushaut. Danach ist er dann noch ein paar Meter gelaufen und hat sich dann auf einen Spielplatz gesetzt in der Nähe seines alten Hauses, wo er halt diese Camping-Spielplatztische aus Holz stehen hatte und da nun seinen Abend verbringen wollte. Wie schaffst du es im Moment, deine Klamotten zu waschen? Ich habe da einen Trick entwickelt. Ich wasche meine Klamotten nicht. Doch, natürlich wasche ich meine Klamotten. Also jetzt hier in der Umgebung keine Chance. Hier in der Umgebung kann ich die Klamotten nicht waschen, weil ich natürlich keine Waschmaschine mit rumschleppe. Selbst wenn, hätte ich ja kein Wasser und keinen Strom. Das wäre eigentlich mal witzig. Wenn ich das jetzt sage, wäre das bestimmt als Meme von den Hatern irgendwo gemacht. Drachenlord wäscht seine Wäsche beim Beck. Da würde dann irgendwie beim Beck irgendwie eine Waschmaschine neben meinem Platz stehen oder so ähnlich. Ansonsten wasche ich meine Klamotten aktuell nicht. Und im See, weil da gerade jemand geschrieben hat, im See, du darfst deine Klamotten nicht im öffentlichen Gewässer waschen. Das ist verboten. Das können wir hier auch nochmal festhalten, dass der Mann, der schwitzt wie sonst was, weil er knapp 1 Kilometer zu Fuß gegangen ist, bei 10 Grad Außentemperatur und letztens noch meinte, Hygiene ist ja wichtig, als er über sein Bart gesprochen hat, hier sagt, er wäscht seine Klamotten nicht, weil er auch immer so knapp bei Kasse ist. Aber 60 Euro für Hogwarts Legacy ausgeben? Ja, ja, der Reiner, der setzt seine Prioritäten richtig. Kannst du dein Haus nicht zurückkaufen? Das Haus, nein. Das Haus ist ja nicht mehr da. Das gibt es nicht mehr. Das hat die Gemeinde abgerissen. Was ich machen könnte, ist mir das Grundstück zurückkaufen.
aber die Gemeinde wird mir dieses Grundstück nicht mehr verkaufen. Zum anderen muss ich auch dazu sagen, dass ich mir eigentlich kein Grundstück mehr kaufen möchte. Beziehungsweise, ich sage es anders, ich möchte mir nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Grundstück kaufen oder eine Wohnung mieten, wenn ich es vermeiden kann, weil ich mir, wenn ich mein Auto wieder habe, mit dem Auto unterwegs sein möchte. Ich möchte mich momentan nicht an einen festen Ort fesseln. Ich möchte erstmal in Hotels unterkommen, auf Campingplätzen, wenn ich meinen Führerschein wieder habe, oder auch im Auto pennen. Das wäre meine Welt. Das wäre das, worauf ich Bock hätte. So. Auch sowas hier wieder. Ich könnte das Grundstück zurückkaufen, wenn die Gemeinde das verkaufen würde. Nein, Rainer, fang doch mal vorne in der Kette deiner Probleme an. Du hast kein Geld und keine Möglichkeit, jemals einen Kredit in der Größenordnung zu bekommen, sowas überhaupt finanzieren zu können. Deine Schufa, für deren Zustand du in den letzten 12 Jahren verantwortlich bist, du ganz alleine, wird dir dein Leben lang Striche durch solche Rechnungen machen. Da kommst du auch nicht mehr raus. Das verfolgt dich dein Leben lang, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Und das meine ich gar nicht böse oder irgendwie abwertend, sondern einfach aus Erfahrung, dass so eine extrem, und ich meine wirklich extrem schlechte Schufa-Auskunft mit dermaßen vielen negativen Sachen, die du dir halt geleistet hast, dir für dein finanzielles Leben immer wieder deine Pläne kaputt machen wird in Zukunft. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Dann der Punkt, du willst ja weiter im Auto pennen und rumreisen. Verabschiede dich von diesem Gedanken, Rainer. Umso eher, umso besser. Wie willst du denn bitte schon eine MPU finanzieren, wenn du jetzt komplett pleite bist und nicht mal irgendwo pennen kannst? Wie willst du dann Anlauf 2, 3 und 4 finanzieren, wenn du bei den vorherigen halt immer mal durchgefallen bist? Denn das wird halt zu 100% passieren. Und selbst wenn du die Finanzen für die MPU irgendwie hinbekommst, du musst die auch erstmal schaffen, was ich mir bei dir und den psychologischen Fragen bezüglich Schuldeingeständnissen und so weiter direkt sagen kann, dass die Chancen bei unter 1% liegt, dass du die jemals eine MPU bestehen wirst. Und da bin ich noch sehr großzügig in meiner Einschätzung. Aber nehmen wir mal an, der Montag fällt auf einen Dienstag, Himmelfahrt, Ostern und Totensonntag fallen alle auf einen Tag und die Planeten stehen auch noch in der richtigen Konstellation und irgendwie bekommst du die MPU finanziert und auch bestanden. Woher willst du dann das Geld für ein neues Auto nehmen? Für Anschaffung, Steuern, Versicherung, Benzin, Reparatur? Weißt du, wie viele 1.000 Euro du bei den letzten Monaten, als du noch unterwegs warst, durch Deutschland alleine an Benzin ausgegeben hast? Wirklich, das ist alles so utopisch von den Gedanken her, einfach nicht mehr zu überbieten. Für mich, als jemand, der halt selber viel plant in seinem Leben und eher ein strukturierter Mensch ist, machen mich solche Leute einfach nur fassungslos, wie man so mit seiner Lebensplanung umgehen kann. Warte mal, was ist hier? Alles gut, Rainer, was? Mach es dir gemütlich, wir gehen für dich arbeiten. Ach Junge, ganz ehrlich, solche Scheiße kannst du dir echt in die Haare schmieren, ey. Was ist das denn, Alter? Was mache ich bitte hier für euch? Ich friere mir hier die Eier ab, weil ich seit Jahren für euch streame, weil ich seit Jahren versuche, mich gegen diese Hater zu behaupten, die mein ganzes Leben zerstören. Das ist keine Arbeit, nein, das ist das reinste Vergnügen, hast du vollkommen recht. Ganz ehrlich, Junge, das ist mit dir falsch, Alter. Ganz ehrlich, das sind so Sachen, wo ich mich echt aufregen könnte, weil ich mir so denke, was soll so eine Aussage? Ja, Mann, halt die Fresse, scheiß Handy da. So, scheiß Handy gedönst. So, das ist auch so eine Sache, wisst ihr, da könnte ich mich schon wieder aufregen über so eine Aussage. Das ist so eine Aussage, da könnte ich mich schon wieder tierisch drüber ärgern, weil, das auch vollkommen Schwachsinn ist. Ja, wir gehen für dich arbeiten. Ja, was mache ich bitte? Ich sitze hier rum und freue mich des Lebens, oder wie? Also ganz ehrlich. Na, er hat ja recht, Rainer. Du gehst nicht arbeiten, sondern du gehst nur betteln. Das ist keine Arbeit, wenn man sich so wie du dabei filmt, wie man sich mit seinem Gaskocher auf dem Spielplatz in Emskirchen eine Suppe warm macht. Du zeigst halt nur so ein bisschen dein aktuelles Leben, für das du halt selbst verantwortlich bist. Daher kannst du dich aufregen, so viel du willst. Die Aussage, dass du der große Arbeiter bist, bleibt weiterhin falsch. Und dass du halt nur am Betteln bist, sieht halt jeder. Da kommt gerade was angewuselt. Wie es aussieht, ein Kurzger. Ah, du Kollege, ich weiß schon, was du hast. Hä? Du hast mein Essen gerochen, du Sack. Du sagst, hast mein Essen gerochen, da garantiere ich dir drauf. Tschüss. Ab. Mein Essen.
Na, ich hoffe, er meinte die Suppe auf dem Gaskocher und nicht die Katze. Ich schneide jetzt hier mal ein großes Stück raus, weil er im Grunde sich nur wiederholt. Ein paar Survival-Tipps gibt, wie man halt mit einem Feuerzeug umgeht, seine Suppe isst und dann mehrmals die Sache mit der IBAN wiederholt. Aber danach wurde es dann halt wieder spannend, denn dann hat er seine Sachen eingepackt, ist losgegangen und hat wohl einen Hater getroffen. Aha, schaut mal. Ein Hater, der mit Steinen nach mir wirft. Ja, und da war der Stream dann auf einmal vorbei. Aber nur der erste Teil, denn er ist dann nochmal online gekommen ein bisschen später. Und da schauen wir nun auch einmal rein. Kleine feigen Pussys, Alter. Weil sie nicht die Eier hatten, sich mit mir richtig anzulegen, sind sie jetzt in die andere Richtung abgehauen. Also mussten sie hier raus und sind jetzt hier runtergefahren. Richtig feige, Alter. Wisst ihr, das ist genau das, was ich meine. Die reißen die Fresse auf, oh, wir sind so viel besser als du. Wir haben es nicht nötig, so eine Scheiße zu verzapfen. Wir sind nicht so asozial wie du. Mhm. Und deswegen wirfst du in der Nacht Steine auf Menschen, versteckst dich in der Dunkelheit, damit es niemand mitbekommt. Mhm. Also, wisst ihr, was ich dazu sag? Ich sag zu sowas Attentäter oder Terrorist. Sowas sage ich zu solchen Menschen. Weil genau das ist es. Ein terroristischer Akt, beziehungsweise das ist ein versuchter Mord, Alter. Der wirft Steine auf jemanden, die groß genug sind, um jemanden eine solche Platzwunde am Kopf zu machen, dass er wahrscheinlich verbluten könnte, wenn sie bescheuert treffen. Oder einen dauerhaften bleibenden Hirnschaden bekommt. Okay, dazu muss ich dann auch noch mal ein bisschen was einwerfen. Zuallererst, generell Angriffe, egal wie sie sind, sind scheiße. Steine werfen, sowas muss nicht sein. Das sollte jeder sein lassen. Ich glaube, das sehen auch alle eigentlich gleich. Nun muss man allerdings auch sagen, man hat in dem Stream halt an diesen kleinen Kieselsteinen rascheln hören. Und wir wissen halt, dass Rainer immer sehr gern zur Übertreibung neigt. Wenn wir damals an seinen Zaun denken, bei seinem Haus waren es ja immer 20 Leute, die seinen Zaun, sein Tor und das komplette Haus eigentlich einreißen wollten, wobei dann auf der Kamera im Endeffekt zwei Leute gesehen wurden, die halt auf der Straße nur rumstanden und ein Bierchen zusammengetrunken haben. Wie gesagt, was das nun jetzt mit dem Steinwurf da war oder was da genau passiert ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber dass er es jetzt halt wieder als Terror bezeichnet, ist wieder diese Verharmlosung von diesen Taten, die wirklich unter diesem Begriff auf der Welt verübt werden. Nicht jeder Angriff gegen jemanden ist also ein Akt, wie du es hier beschreibst. Das hätten wir in Deutschland ja dann zigtausend Fälle jeden Tag. Jemand will in die Disco, der Türsteher sagt nein, der Gast will trotzdem rein und wird vom Türsteher weggeschubst. Der Gast fliegt dann auf den Boden, ja, ist das dann auch Terror? Nein, natürlich nicht. Das hat damit halt überhaupt nichts zu tun, genauso wenig, wenn irgendein Jugendlicher dir ein paar Steinchen in die Richtung wirft. Dass es eine Scheißaktion ist, klar. Angriffe bzw. Gewalt ist immer eine Scheißaktion. Aber du, Reini, musst dich mal bei deiner Wortwahl ein bisschen besser ausdrücken. Denn du übertreibst deine Situation mal wieder maßlos und verharmlost du die wirklich Leidtragenden solcher Taten. So, ich sage euch, was solche Menschen sind. Solche Menschen sind getarnte Mörder. Was meine ich mit getarnt? Es sind die Menschen, die bereit sind, über Leichen zu gehen. Es sind die Menschen, die bereit sind, zu töten. So was sind diese Menschen. Und jetzt, wo ich keine Unterkunft mehr habe, ja, kommen die Leute hierher und tun genau das, was sie seit 10 Jahren behaupten, dass ich mache. Oder was sie seit 10 Jahren im Verdeckten machen. Das ist echt ein Witz. Hä? Die machen das nun, weil du keine Wohnung hast? Nämlich genau das Gleiche, was sie gemacht haben, als du eine Wohnung hattest. Und, ja, Rainer, Mörder, ernsthaft? Genau das sind diese Aussagen, die dir immer wieder auf die Füße fallen und immer wieder zurück zu dir kommen. Wenn es um dich geht, ist alles immer nur extremst bis zum Gehtnichtmehr. Und das Schlimmste vom Schlimmen. Du musst mit deinen Aussagen halt mehr Realitätssinn zeigen. Dann glauben dir die Leute auch. Aber wenn du halt jede Story von dir halt so schamlos überhöhst, dann bist du halt einfach nur noch der Lügenlord wie in jeder Story. Ich meine, selbst in den letzten Tagen war es halt das mit Straßburg, wo du gar nicht da warst. Denn die Zugfahrt, die um 3 Uhr nachts ja begann, obwohl alle dann mitgekriegt haben, dass du erst um 7 Uhr in den Zug in Stuttgart eingestiegen bist. Dann die Frau, die du in Stuttgart oder dann doch in Straßburg kennengelernt hast, weil du da unterschiedliche Geschichten erzählt hast und. Schon wieder so viele Lügen in kürzester Zeit, dass dir diese Geschichte hier mit diesem schlimmen Angriff halt auch niemand mehr glaubt.
Da hat wahrscheinlich irgendein Lulli dir ein paar Kieselsteinchen in die Richtung geworfen und ist dann weggelaufen. Ja, blöd, aber auch nicht mehr. Das alte Lied, wenn du halt immer wieder Hilfe Wölfe rufst, dann glaubt dir irgendwann keiner mehr. Es ist und bleibt ein Witz. Wie viele Hater waren da, meinst du? Meinst du jetzt intelligenzmäßig? Einer. Wenn du meinst körperlich anwesend? Zwei. Geistiges Niveau von dem Dreijährigen, der nicht über seine Taten nachdenkt. Katze, geh weg jetzt. Mano, ich hab nix für dich. Ab. Der Stream hängt bei dir, weil ich aus dem Stream rausgegangen bin, gerade was zu machen. Und ich sage euch, was ich jetzt noch mache. Nachdem die Hater mich jetzt angegriffen haben, wieder einmal, in 10 Jahren das 100. Mal. So. K.A. Ich überlege gerade, wo die herkommen, die Vögel. K.A. Was ist ein K.A. als Kennzeichen? Kann das mal jemand bitte googeln, nachschauen oder mir irgendwie als Info zukommen lassen? Das wäre echt witzig, weil ich da auf die Art und Weise ein bisschen rausfinde, woher die Vögel kommen, die mich hier anschreiben oder angegriffen haben. Was passiert? Ich habe die Polizei gerufen. Hab denen mal Bescheid gegeben. Was ist K.A. für ein Kennzeichen? Das würde mich interessieren. Also ihr Kennzeichen habe ich jetzt. So, entschuldigt, dass der Stream jetzt immer aufhört und anfängt und wieder aufhört und wieder anfängt. Ich überlege gerade, ich versuche gerade rauszufinden, wo der Stein liegt, den sie auf mich geworfen haben. Aber ich glaube, der ist den Hang runtergerollt. Ach nee, schaut mal, hier ist er ja. Jo, das muss er sein. Schaut mal, so einen Stein haben die auf mich geworfen. Ja, Rainer, das kann nun jeder sagen. Wie gesagt, ich sage nicht, ob es stimmt oder ob es falsch ist, aber du hörst in diesem Stream ja von dir, da ist ein ganz leichtes Klimpern, dass da ein paar Steinchen oder irgendwie sowas geflogen ist und da jetzt keine Stein der Größe von irgendeinem Monolithen auf dich geworfen wurde. Ich weiß es zwar nicht, aber wenn ihr mich fragt, ich glaube nicht, dass es halt dieser Stein war, den du jetzt da auch gerade zeigst. Ja, das müsst ihr euch mal geben. So ein Stein, ja. So groß wie meine Faust. Alter. Das ist schon hart asozial. Was hat die Polizei gesagt? Die Polizei. Was hat die Polizei gesagt? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich überlege gerade, war das wirklich der Stein? Das kann er eigentlich nicht gewesen sein. Auf jeden Fall hatte der Stein auf jeden Fall diese Größe. Also doch. Ja, es war ja klar, Rainer. Du hast halt den erstbesten Stein, der der Ansicht nach groß genug war, um diese Gefahr darzulegen, jetzt in die Kamera gehalten und denkst dann später, vielleicht können die Hater ja sehen, dass ich an einer ganz anderen Stelle gerade stand, als das passiert ist. Ja, dann muss ich doch mich da irgendwie rauswuseln. Und dann kommt die Aussage, dass es doch ein anderer Stein war, aber der ganz garantiert genauso groß war. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher.
Ich hab's ja nicht nötig, mit Steinen auf Hatern zu werfen. Nee, Rainer, du wirfst nur Äxte und Tassen auf Leute, die dich in keinster Weise bedrohen. Ah, hier ist noch ein Stein. Der hier ist auf jeden Fall von denen. Der ist ein bisschen kleiner, ist eher ein Kieselstein. Ich werf den mal zur Seite, nicht, dass da jemand drüber stolpert. Aha! Ahahahaha. Wartet mal. Ach, hier. Hier. Passt auf. Da, seht ihr das? Jetzt, wo der Finger da ist, seht ihr das. Das da ist der Stein, den die auf mich geworfen haben. Und ich sehe gerade von hier aus schon, dass der größer ist als der, den ich euch gezeigt habe. Man sieht gar nichts, Rainer. Und du zeigst jetzt auf eine Straße. Gerade lag der Stein, der doch auf jeden Fall von denen gekommen ist, auf dem Rasen. Und natürlich ist der Stein, den man jetzt halt nicht sehen kann, noch viel größer als der andere Stein. Ach, Rainer, wieder so ein Blödsinn, wirklich. Mann, Mann, Mann. Wisst ihr, was auch geil ist? Ich war immer stolz darauf, hier zu leben. Stolz auf meine Familie, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits. Mütterlicherseits war ich stolz, weil es allesamt Menschen waren, die was erreicht haben. Väterlicherseits war ich stolz, weil es allesamt starke Menschen waren. Vielleicht war ich zu überheblich zu glauben, ich könnte beides stark sein und was erreichen. Dabei bin ich weder das eine noch das andere. Ja gut, das unterschreibe ich so, dass du weder das eine noch das andere bist. Das liegt aber an dir und deinen Lebensentscheidungen. Und bevor ich das vergesse, dass du halt immer stolz auf deine Familie warst, da würde ich ja gerne nochmal mit Ramona oder Rita sprechen und deren Meinung dazu hören. Und dass du immer stolz warst auf deinen Ort, wo du gelebt hast, ist halt auch gelogen. Du hast so oft in der letzten Zeit gesagt, wie unwohl du dich doch in dem Haus und in Altschauerberg gefühlt hast. Und dann wolltest du doch noch deren Fest sprengen, mit Hater aufrufen, die da alle hinkommen sollten, als die halt einfach nur froh waren, dass du endlich weg bist. Also erzähl hier keinem vom Pferd, Reini. Dir waren andere Leute schon immer komplett egal. Denkst du nicht, du sollst aufhören, über sie zu reden? Naja, ich hab aufgehört, über sie zu... Was ist denn das, Alter? Also das war ja auch wieder so eine geile Aktion. Da kommt ein Auto angeschossen mit 50 und der andere guckt darüber. Bitte lächeln! Hast du nichts Besseres zu tun, als einen Kindergarten abzuziehen? Ich weiß natürlich nicht, dass ich nicht einen filme. Wenn ich du wäre, würde ich mich verziehen, bevor die Cops kommen. Ja, auch sowas hier wieder, Rainer. Mach doch einfach den Stream aus. Warum musst du denn jetzt nochmal so eine Präsentationsfläche geben, wenn dich halt jemand verfolgt? Damit stachelst du nur halt noch mehr Leute an. Aber sowas verstehst du halt wieder nicht. Was für eine lächerliche Nummer, Alter. Was ein Kindergarten. Seht euch diesen Spast an. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt die falsche Kamera gewählt hat und er eigentlich den Hater zeigen wollte, den ich bis jetzt auch noch nirgendwo gesehen habe, oder ob er sich doch wirklich selber meinte. Ja, der Rainer. Bist eine echte Witzfigur, Kollege. Nachts um 10 hast du nichts Besseres in den Eiern als so eine Scheiße. Vielleicht solltest du dir mal ein paar neue Gehirnzellen zulegen, anstatt ein neues Handy. Ach so, geht nicht. Das kann man sich ja nicht mit Geld kaufen. Total lächerlich, ihr Pfosten, Alter. Ohne Scheiß. Nix im Hirn, außer die Fresse aufreißen. Wäre er da zum Beispiel noch ein bisschen länger gestanden, hätte ich einen Anruf getätigt und der wäre, und aus dem Haus links von mir, wären auch mehrere Leute rausgekommen. Wobei, jetzt ist links von mir kein Haus mehr. Aber ein bisschen weiter vorne. Und das ist halt so eine Sache, wisst ihr? Die Hater, die würden so in der Faust laufen manchmal, wenn ich so wäre wie sie, versteht sich. Aber das bin ich halt nun mal nicht.
einfach unglaublich, diese Selbstüberschätzung und Selbstwerterhöhung von ihm, damit er irgendwie mit sich klarkommt. Er ist der gute Engel und wenn er nun wollte, dann würden alle seine Probleme mit ein paar Anrufen gelöst werden können, weil er ja dann überall Hilfe bekommen würde. Ist klar, Rainer. Das hat man ja in den vergangenen 10 Jahren in Emskirchen auch immer super gesehen und wie das geklappt hat. Wirklich so ein Schwätzer, der Typ. Wahnsinn. Das schnellste Fahrzeug, was ich mal gefahren bin, ist ein Motorrad. Eine schöne, jetzt habe ich den Namen vergessen, bin ich jetzt bescheuert? Eine schöne Kawasaki. Echt ein Monster, das Teil, ey. Und ich weiß gar nicht, wie viel PS das Ding hatte. Das war, ging auf jeden Fall ab wie Zäpfchen, ey. Das bin ich aber nicht ausgefahren, muss man dazu sagen. Das schnellste, was ich mit dem Auto je gefahren bin. Fährst du gerne ein Motorrad? Ja. Abgesehen davon fährt er gar kein Motorrad. Ja, doch. Wenn ich die Chance dazu habe, mache ich das gerne. Aber ich habe keinen Schein mehr. Muss ich erst wieder machen. Motorrad fahre ich gerne. Ich habe mir auch überlegt, meinen Motorradschein nachzumachen. Dass ich mal ein bisschen... Dass ich mir vielleicht eine Maschine hole anstatt ein Auto. Zumindest im Sommer und dann, ja. Ja, na klar. Warum auch nicht? Geld ist ja mehr als genügend da. Da kann man sich dann ja für den Sommer auch ein schönes Motorrad kaufen. Ich breche hier wirklich ab mit dem und seinen Träumereien von seinem Leben, dass er so niemals halt führen wird, wenn er so weitermacht wie bisher. Und das Schnellste, was ich mit dem Auto je gefahren bin, das waren 200, nee, das müssten 300 Sachen gewesen sein. Also knapp 300, ich glaube 200... 295 oder so war das. Irgendwas in der Richtung. Auch wieder ein schönes Beispiel für diese Lügengeschichten. Du erzählst diese Story auch jedes Mal wieder unterschiedlich. Demnächst ist er mit seinem Mondeo damals 450 km/h den Berg hochgefahren. Solche Storys sind einfach der Grund dafür, warum du Lügenlord genannt wirst. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Jupp, und das war's mit diesem utopischen Stream von Rainer, in dem mal wieder alles voll unter Beweis gestellt wurde. Dass er halt nicht planen kann, dass er mit seinen Daten nicht umgehen kann, dass er nicht fähig ist, sein Leben in den Griff zu bekommen und dass er, sobald es einen Vorfall mit einem Hater gibt, seine Storys wieder so ausschmücken muss bis zum geht nicht mehr, um halt alles ganz übertrieben darzustellen und sich als riesiges Opfer darzustellen. Und dann wundert er sich, warum er Lügenlord genannt wird und ihm halt keiner mehr glaubt oder helfen möchte. Einfach utopisch dieser Stream hier auf ganz viele verstörende Arten. Aber naja, ich bin gespannt, was dann heute oder noch in den nächsten Tagen von ihm so kommt. Das andere Video von gestern werde ich halt wie gesagt auch nochmal irgendwann zusammenschneiden, wenn die Zeit so ein bisschen ausreicht. Und bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Metal Love, meine Freunde.